habe in dem Sinne kein Lieblingsessen, weil ich eher einer bin, der gerne viel probiert. Ansonsten mache ich mir, wenn ich mir Essen mache, so solche typischen Bowls. Und ich bin einer, der echt viel Gemüse isst. Ich liebe auch rote Beete, wo manche sagen, sehr eklig. Oder selbst Sellerie ist ja sehr, sehr eigenen Geschmack. Aber da geht es mir einfach auch um meinen Körper. Wenn ich meinem Körper damit was Gutes tun kann, dann mache ich das gerne. Und wenn es so einfach geht wie mit Gemüse, dann werde ich gern als Hase oder sonst irgendwas bezeichnet. Ich habe auf jeden Fall meine Schule zu Ende gemacht. Ich habe die Fachhochschulreife. Wahrscheinlich wäre ich im Sport geblieben, weil es mir einfach nahe liegt. Mittlerweile würde ich eventuell Sport, Ernährung, irgendwas mit Gesundheit wahrscheinlich versuchen zu kombinieren. Aber wo es dann letztendlich auch später mal hingeht, weiß ich noch gar nicht. Also das Prägendste war das letzte Spiel gegen Dortmund, als wir den Champions League erreicht haben. Da dauert es ein bisschen, bis im Tränen kommen. Aber da sind mir Tränen gekommen, weil mir so eine Last abgefallen ist. Und es ein Kindheitstraum war und der ist in Erfüllung gegangen in diesem Moment. Und dann muss ich erstmal kurz abliegen, konnte es kaum fassen. Und nachdem ich dann durch die Mannschaft bin und dann auch noch ein paar Fans versucht habe, auf die Seite zu schieben, bin ich erstmal hoch auf die Tribüne gelaufen und bin zu meiner Frau und zu meiner Familie, um den Moment gleich mit ihnen zu teilen. Das war schon sehr emotional und sehr intensiv. Game Changer, schon interessant, das ist dieser Film, die vegane Ernährung im Spitzensport. Weil da genauso Sachen beschrieben werden mit den Gasen der Tiere, wie das die Umwelt auch beeinflussen kann. Auch da ist nicht alles gut, aber es ist interessant, man kann sich das eine oder andere rausziehen für sich. Ich höre gern so 2000er Musik noch. 112, Bobby Valentino. Wenn ich es heute den Jugendspielern sage, die kennen die gar nicht. Weil die mich an die, ich sag mal, unbeschwerte Zeit und der Jugend auch erinnert. Und da war alles, ja, du hattest keine Probleme außer die Schule. Ich hatte nie ein Idol, wo ich sage, ich möchte genau so werden und alles genau so machen, sondern ich habe mir immer versucht, von Torhütern, die ich toll fand, was herauszuziehen. Hildebrand, die 1-gegen-1 Technik, Jens Lehmann, die ruhige Ausstrahlung zum Beispiel und wie er technisch sauber war, Oli Kahn, die Mentalität auf dem Platz. So habe ich versucht, mir so immer so ein bisschen ein paar Bausteine herauszuziehen und versucht, auf mein Spiel oder wo ich gedacht habe, das passt zu mir, auf mich auszulegen. Ich war erstaunlich brav, muss ich sagen.